Ja, ich glaube, ich gehöre dann auch zum Club der Duftbeutel, nee, Duftmüllbeutel-Suchtis. Wer noch? Hallöchen Mädels! Ja, da bin ich wieder und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es gibt heute den zweiten Teil von meinem Aufgebraucht, den Haushalt. Den Monster Beauty Teil habt ihr ja schon gesehen, wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich. Ansonsten verlinke ich euch das gerne hier oben. Und ja, ich würde sagen, heute widmen wir uns dem hausfräulichen Teil. Es sind viele Sachen dabei, die ich immer benutze, das wisst ihr. Es sind aber auch diesen Monat einige dabei, die ich neu ausgetestet habe und von denen ich euch gerne berichten wollen würde. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran. Ja, wir fangen mal an mit einem Teil, was ihr kennt, und zwar von Domol, der Raumerfrischer Perfume and Style in der Geruchsrichtung Mandelblüte und Jasmin. Mein absoluter Dauerrenner. Ich bunker mir das Zeug immer, wenn ich draußen mal fahre, weil ich das so, so geil finde. Steht bei mir übrigens im Badezimmer. Dann habe ich hier was Neues, und zwar von Denkmit, den Spülmaschinenreiniger. Das ist quasi die günstige Version von dem Somat und Finish. Und ich muss sagen, die kann durchaus mit den Marken mithalten. Also fand ich nicht verkehrt, hat meine Spülmaschine genauso gut sauber gemacht wie die teuren Dinger. Und von daher, ja, werde ich das nachkaufen, weil da spart man dann doch einiges. Wo ich allerdings bei den Markensachen bleibe, ist hier bei diesem Spülmaschinen-Deo, weil da mache ich keine Kompromisse mehr. Ich mag das einfach nicht, wenn meine Spülmaschine stinkt wie so ein Gullideckel. Von daher ist das das Einzige, was hilft wirklich. Das sind diese Duo Pearls von Somat in der Duftrichtung. Ja, Zitrone und Orange gemischt. Und wie gesagt, das ist das Einzige, was wirklich meine Spülmaschine frisch hält. Ich habe schon viel, viel, viel ausprobiert und bin oft gescheitert. Und ja, deswegen bleibe ich jetzt hierbei. Ja, dann habe ich hier eher unspektakulär Kosmetikmüllbeutel von Alio. Die gehe ich mal bei Aldi holen, ne? Die ganz normalen Müllbeutel für meinen kleinen Kosmetikeimer. Einmal Taschentücher von Soft und Sicher in dieser Box. Ja, die kaufe ich auch immer wieder nach. Dann einmal Allzwecktücher, feuchte, die mit Granatapfel. Ja, die es ja leider jetzt nicht mehr gibt, ne, weil wieder Limited Edition. Die gibt es leider nur im Winter. Ich weiß auch nicht warum, weil ich finde die Dinger so, so geil. Und noch mehr Tücher. Einmal die Kosmetiktücherbox, ne, die steht an meinem Schminktisch. Ja, die letzte ihrer Art mit diesem Design. Ich könnte heulen, weil ich fand die echt schön, ne? Das ist echt ein schönes Design. Und ja, voll meins. Aber so ist das, ne? Kommen wieder neue. Ja, dann haben wir hier noch WC-Fix-Tabs. Die habe ich mir gekauft bei Aldi, glaube ich. Die hatten die mal da, um die mal auszuprobieren. Puh, ja, ich fand jetzt nicht, dass die den durchschlagenden Erfolg gebracht haben, um ehrlich zu sein. Also die hat man halt so reingeschmissen. Aber ich bin eher halt jemand, der die Toilette wirklich konventionell noch sauber macht. Also sprich mit meiner WC-Ente und dann Bürste rein und dann gib ihm. Von daher brauche ich so einen neumodischen Kram, ehrlich gesagt, nicht. Boah. Deswegen wird das, glaube ich, nicht mehr nachkommen. Gibt es, glaube ich, auch von Denkmit, aber nee, ist nicht meins. Dann habe ich hier so ein Dufti Eleganti von Febreze ist das. Das haben die Kinder in ihrem Zimmer. Ja, das war jetzt Duftrichtung Frühlingserwachen, glaube ich, oder so. Kam jetzt nicht so gut bei denen an. Ich mag allerdings das, was sie jetzt haben, nicht. Das ist Aprilfrisch. Ich finde, das riecht nicht gut. Da fand ich das angenehmer, aber ist ja ihr Zimmer, ne? Das müssen sie ja entscheiden. Wo wir gerade bei Duft sind, ja, ich habe es getan. Ich habe mir Müllbeutel zugelegt mit Duft. Die hatten sie nämlich auch bei Aldi in so einem Sonderaufsteller mit Pfirsichduft. Und ja, ich kann verstehen, warum viele von euch sagen, die sind geil und die holen nur noch die. Und ich muss mich echt zusammenreißen, wirklich nicht nur noch die zu kaufen, weil ja, es klingt bescheuert. Es ist nur ein Müllbeutel, aber es macht schon einen Unterschied. Gerade wenn man so, ja, wie soll ich sagen, was in die schwarze Tonne kommt, ne, diesen, wie sagt man, Allgemeinmüll hat, der dann doch ein bisschen riecht, sage ich mal, ist sowas doch schon besser. Ja, mal gucken. Die M hat sowas ja auch.
Wir machen mal weiter mit Bart. Und da habe ich zweimal direkt aufgebraucht, den Meister Propper. Ich finde den gut, ne, nach wie vor. Einzige, was mir auffällt, ihr seht das, man braucht ziemlich viel davon. Das ist halt so ein Schaumzeug. Und ich putze meinen Bart doch ziemlich oft, sage ich mal. Weil, ja, Badezimmer ist für mich genauso wie Küche, so Hygienebereich. Ne? Bei allen anderen, sage ich jetzt mal, da kann auch mal ein Staubkorn liegen. Da bin ich jetzt nicht so kleinlich. Aber Badezimmer, da bin ich schon pingelig, muss ich sagen. Deswegen brauche ich da schon viele. Von daher, ja, der ist nicht besonders eklig, ne? Das kann ich euch jetzt mal sagen. Aber ich kaufe den trotzdem wieder nach. Ich mag den. Genauso wie dieses Produkt hier, die WC-Ente, total aktiv Gel mit Marine. Ja, absoluter Dauerrenner. I love it. Dann habe ich hier einmal von Somat die Power Caps, multiaktiv, kraftvolle Reinigung und Filterschutz. Die gab es zu Weihnachten. Ja, bei Aldi, so eine Festtags-Edition, steht auch noch hier drauf. Und ja, ich finde die gut. Sind eigentlich die besten, aber die kaufe ich wirklich immer nur, wenn sie im Angebot sind. Weil, ja, ansonsten sind mir die einfach zu teuer, sage ich ganz ehrlich. Ich habe aber jetzt eine gute Alternative gefunden. Und zwar von Denkmit, die Nature Geschirrreiniger. Die müsst ihr auch nicht auspacken und die sind auch nicht so teuer, sage ich mal. Hier sind 30 Stück drin und die liegen, glaube ich, bei 2 Euro oder 3 Euro knapp. Ich meine, hier waren jetzt 56 drin, die haben jetzt 8 Euro gekostet. Wie gesagt, wenn sowas im Angebot ist, schlage ich da gerne mal zu. Aber so für den Hausgebrauch, sage ich mal, tun es die auch, habe ich gemerkt. Und wie gesagt, die sind auch mit dieser wasserlöslichen Folie, sind sogar von Nature, wie gesagt, mit blauer Engel und so weiter. Also wer darauf achtet, kann ich euch empfehlen. Die duften allerdings noch nichts oder so, aber ja, dafür habe ich ja mein Spülmaschinen-Deo. Ja, dann habe ich hier ein Rohr frei. Da habe ich euch, oder werde ich euch in meinem Haul auch noch zeigen. Da habe ich mir noch eine neue Pulle von zugelegt. Ich habe es erzählt in dem Haul, dass seitdem ich Curly Girl mache, dass ich vermehrt Haare im Abfluss habe, weil ich einfach meine Haare unter der Dusche oder unterm Wasser entwirre. Und verliere dann natürlich Haare, weil ich sie mir auch kämme und so. Und dementsprechend landen natürlich auch mehr Haare im Abfluss als vorher im Mülleimer. Oder in der Bürste und deswegen, ja, brauche ich so ein Zeug. Löst sogar Haare, steht hier drauf und das kann ich auch bestätigen. Hat ihm geholfen, deswegen habe ich mir das wieder nachgekauft. Ja, dann habe ich hier Waschmittel von Persil, die Duo Caps. Und das sind meiner Meinung nach die besten Caps. Ich bin ja kein Freund mehr von den Caps, habe ich euch gesagt. Weil ich da wirklich ein, zwei Fails hatte und mir die Klamotten total versaut haben. Wo ich mich immer noch drüber ärgere, weil, ja, das habe ich nie wieder rausbekommen. Aber die hier, die sind mega. Aber auch bei denen sage ich, die kaufe ich wirklich nur, wenn sie im Angebot sind. Weil sonst ist mir das einfach zu teuer. Ich glaube, da liegt auch so ein Ding bei 5 Euro oder so für 18 Wäschen ist das nichts, ne? Das ist richtig teuer, aber ja, ich mag die. Ich mag die echt gerne. Die machen die Wäsche sauber und die duften so gut. Das ist übrigens die Geruchsrichtung frischer Wasserfall. So. Und oh, ich liebe die. Die Wäsche, die duftet danach, ich sag's euch, 4-5 Tage, nachdem ihr die noch im Schrank habt. Also mega. Und ja, wie gesagt, wenn sie im Angebot sind, schlage ich mal zu. Ja, ja, ja. So, was haben wir denn hier noch? Küchenrollen. Ja, da habe ich hier die von Coquette. Ich kaufe immer gerne die mit den halben Blättern, also die sich auch im halben abtrennen lassen. Da seht ihr das. Weil, ja, manchmal braucht man auch einfach nur ein halbes Blatt, ne? Also so ein kleines. Und da ist halt ein Blatt Verschwendung, ne? Ich meine, man kann es auch mit der Schere schneiden. Aber man kann es auch übertreiben an dieser Stelle. Und deswegen kaufe ich immer die. Die sind auch ganz gut. Dann habe ich hier noch was für den Hintern und zwar Toilettenpapier von Sanft und Sicher in der Frühlingsedition. Ja, auch hier habe ich mir angewöhnt, mittlerweile Toilettenpapier mit Bildchen drauf zu kaufen. Fragt mich nicht, warum an dieser Stelle. Es ist einfach genauso wie mit den Duftmüllsäcken. Wenn ihr das einmal machst, ne, dann hat es dich. Dann bist du fällig und ja. Seitdem kaufe ich nur noch Toilettenpapier mit Bildchen drauf. Heute habe ich übrigens gesehen, Toilettenpapier mit Duft. Ja. Habe ich mir dann auch so gedacht, sollst du dir das mitnehmen? Aber ich habe noch Toilettenpapier hier und deswegen habe ich mir gedacht, okay, komm. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, ich bin echt ein Opfer, ne? Ich weiß. So, und die letzten beiden Produkte, die ich hier habe, die habe ich auch relativ neu. Wobei ich dazu sagen muss, die habe ich nicht gekauft. Die waren als Gratiszugabe bei der WC-Ente dabei, tatsächlich. Und zwar ist das auch von WC-Ente, diese frische Siegel. Fresh Discs. Die macht ihr, das sind so Stempel und die macht ihr in die Toilette rein. Hat Vor- und Nachteile, sag ich mal. Also ich mag die Dinger relativ gerne.
Der einzige Nachteil daran ist einfach, dass man sich tierisch aufpassen muss, wenn man zwischendurch die Toilette reinigt. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen penibel, ne? Ich erwähnte es eben bereits beim Bad, und die Toilette gehört ja zwangsläufig dazu, dass, wenn man richtig schrubbt, dass man aufpassen muss, dass man sich die nicht wegschrubbt, weil das ist quasi nichts anderes wie Toilettenreinigergel. Wie gesagt, hat den Vorteil, dass bei jedem Spülgang wirklich die Toilette auch sauber gespült wird, ne? Wenn man denn dran glaubt. Wie gesagt, die macht das Glauben, spielt da immer noch eine ganz große Rolle. Aber auch den Nachteil, dass wenn man die Toilette dann wirklich putzt, dass man dann aufpassen muss. Deswegen, ich weiß noch nicht, ob ich mir die nachkaufe. Es war mal ja ganz nett, sage ich mal, mit ihnen. Ich muss mal gucken, wie die preislich liegen. Wenn ihr die schon mal verwendet habt oder vielleicht habt ihr sie auch regelmäßig in Verwendung, könnt mir was dazu sagen, dann schreibt mir das mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, von diesen Dingern. Wie gesagt, meine Meinung ist so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß es noch nicht. Ja, das zu meinem Fazit dazu. Sehr aufschlussreich, ne? Ja, und das war's schon mit meinem Haushalt. Kiste ist leer. Ich sollte euch vielleicht noch sagen, wie viele Produkte wir aufgebraucht haben, nämlich 21. Das ging. Im letzten Monat hatten wir übrigens 24. Ja, ich würde sagen, das war's. In diesem Sinne, ich bin raus. Ich werde jetzt noch mein Haul drehen, weil ich bin gerade so im Flow, ne? Und einmal geschminkt und so. Deswegen, ja, werde ich das alles hintereinander abdrehen, wo ich heute bei DM war. Und ja, euch wünsche ich einen wunderschönen Tag. Macht's euch fein, haltet die Ohren steif und wir sehen uns. Tschüss.